Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute der zweite Teil des Themas abiotische Öl- und Gasentstehung. Theorien von Thomas Gold dazu, die schon sehr alt sind, aber immer noch nicht im Mainstream angekommen sind. Der Mainstream weigert sich bis heute in der Wissenschaft, diese Theorien zur Kenntnis zu nehmen, beziehungsweise die sehr eindeutigen Beweise dazu überhaupt wahrzunehmen. Da hört man lieber nicht zu. Der erste Teil war letzte Woche. In diesem Teil werden wir das Thema vertiefen. Tatsächlich wörtlich gemeint vertiefen, denn es geht tief in die Erdkruste, aus der letztendlich Gas und Öl kommen, aus der es ausgeschwitzt wird, sozusagen, in denen es langsam nach oben diffundiert und was unterirdisch eine gewaltige Biologie produziert, wie es aussieht, zumindest nach den Theorien von Thomas Gold und nach den wenigen Fakten und Daten, die wir dazu haben. Das kommt gleich, weil das eben ein sehr langer Vortrag war. Das ist eine kurze Einleitung dazu. Kurz noch zu den Produkten, die hier stehen. Habe ich letztes Mal dann auch eben schon kurz da stehen gehabt und gezeigt. Das sind also einige der Varianten der Kunststoffprodukte, die ja auch aus Erdgas gewonnen werden heutzutage. Polyethylen, ein sehr inerter, sehr stabiler Kunststoff. Wenn Sie aggressive Reinigungsmittel oder aggressive Sachen abfüllen, saure Säfte und so weiter, dann macht man das eigentlich heutzutage immer in Polyethylenflaschen. Viel stabiler als die typischen PET-Flaschen oder andere Kunststoffarten. Altern nicht, oxidieren nicht sind nicht angreifbar durch Säure oder Chemikalien oder Basen. Löst sich kein Weichmacher raus, nichts, weil keiner drin ist. Und das ist wenn das so aussieht, hier so ein bisschen trübe, dann ist da noch nicht mal ein Farbstoff oder irgendwas drin. Das ist die natürliche Grundfarbe von Polyethylen vernetzte Ethan-Ethanol-Moleküle, wie sie dann mit Methan hergestellt werden. Also moderne Kunststoffherstellung erfolgt nicht mehr mit dreckigem Öl, im Sinne dreckig von, dass da alles Mögliche drin ist, ein Gemisch aus allen möglichen Substanzen, sondern mit dem sehr sauberen und einfachen Erdgas, Methan im Wesentlichen, Methanpropan manchmal, und daraus wird dann eben in wenigen Katalyseschritten Ethylen, Ethyl und letztendlich verkettete Alkoholmoleküle in Form von Polyethylen hergestellt. Genau, und da haben wir zum Beispiel Urinflaschen, die wir hier anbieten, 4,50 Euro für Männer, für Frauen. Wir haben gebrauchte oder auch neue 1 Liter PE-Flaschen, die man sehr fest verschließen kann, in denen wir auch unser Ärmel abfüllen. Und wir haben 5 Liter und 10 Liter Kanister für 3 und 4 Euro. Leer, indem man wirklich alles, Wasser, Säfte, Lebensmittel einfüllen kann, abfüllen kann und hundertprozentig sicher wunderbar lagern kann. Genau, noch ein paar kurze Worte, wo ich gemerkt habe, fehlte mir in dem Vortrag was. Also das kommt jetzt bei der Steinkohle. Ja, es geht dann nachher auch um Steinkohle, ganz kurz. Da ist die Theorienlage noch nicht ganz so weit fortgeschritten, wie genau die Steinkohle auch in Form dieser Ausgasung von Methan aus dem Erdmantel von unten nach oben entsteht. Aber es scheint ziemlich offensichtlich zu sein, dass speziell die sehr sauberen Kohlen, Steinkohlen, Anthrazitkohlen, die Kohlenstoffgehalte zum Teil über 95% haben, wo so gut wie keine Beimengungen drin sind, minimale Anteile Schwefel, unter 1% Schwefel ganz oft, und ansonsten sind es eigentlich nur noch ein paar leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe, die da drin sind. Also quasi ein unheimlich reiner Kohlenstoff, dass diese nicht
durch Ablagerung von Wäldern entstanden sind, durch biologische Ablagerung, sondern letztendlich eine Art versteinertes Öl darstellen. Quasi die Reifestufe von Öl. Ich hatte da ein bisschen übertrieben, 1000 Meter Ablagerung von Steinkohle gibt es nicht. Wenn man aber alle Schichten zusammenzählt, zum Beispiel im Ruhrgebiet oder Australien oder so, also auf 100 Meter gut, kann man da schon kommen. Und wenn man sich überlegt, was für eine Biologie nötig wäre, um diese Schichten aufzubauen, wie viele Millionen Wälder da hätten niedergelegt und sedimentiert werden müssen, dann wird schnell klar, dass das nicht der Entstehungsweg auch von Steinkohle gewesen sein kann, sondern dass es ein mindestens teilweise erdbiologischer Prozess ist. Aber da kommen wir später noch zu. Es gibt zum Beispiel die sehr interessante Schungit, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Schungit ist eine, ja, da ist mehr oder weniger auch akzeptiert, dass Schungit-Kohle, eine sehr spezielle saubere Steinkohle, die man in Karelien in Russland findet, dass diese Kohle auch aus Öl entstanden ist. Aha, okay, also das Öl letztendlich sich zu Kohle umformen kann, ist also durchaus bekannt und denkbar. Sie wird nur nicht als Hauptbildungsweg heute akzeptiert. Gut, das müsste man, da muss man eben noch intensiver diskutieren, beziehungsweise da muss die Wissenschaft mal ein bisschen offener werden, die Geologen. Schungit hat übrigens ganz interessante Eigenschaften. Schungit enthält spezielle Fußball-Kohlenstoffmoleküle, diese Fullerene, die auch offensichtlich interessante Eigenschaften für Wasser haben, für Wasserbehandlung haben, für Antibiotika-Prozesse haben, beziehungsweise Wasserqualität und zum Teil als Heilmittel eingesetzt werden. Also ganz interessante Prozesse, die man mit diesem Schungit macht. Hatte ich auch mal ein Armband davon. Sieht ganz witzig aus. Und hat interessanterweise ganz ähnliche Wirkung, wenn man sich das anhört, wie EM-Keramik. Wenn Sie das durchsprühen, das auf Felder, behandeln damit Wasser, das Wasser kippt nicht um, es riecht nicht. Ganz ähnliche Wirkung wie EM-Keramik, ganz interessant. Und dann wollte ich vielleicht noch auf das Phänomen Black Goo. Da gibt es sehr, sehr wenig Informationen zu. Aber es soll ein schwarzes, lebendiges Öl geben, was in bestimmten Regionen auf der Welt, ich glaube es war irgendeine Insel vor Südamerika, vor der sie das gefunden haben, unter seltsame Eigenschaften beschreiben. Also das wären die Eigenschaften, die ich erwarte von der Biosphäre der heißen Tiefe, von der tiefen Biologie. Dass wir da zwar auch Mikroorganismen haben, die ganz alleine arbeiten, aber natürlich, wenn wir ein so gewaltiges Ausmaß an Biologie haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dort zwar nicht wie bei uns vielzellige Lebewesen gibt, die sich von alleine fortbewegen, aber vielleicht so eine Art verteiltes, flüssiges Lebewesen, das durch die Poren der Gesteine passt und sich dort bewegen kann, beziehungsweise wo die verteilten Zellen der Mikroorganismen untereinander kommunizieren können und dann trotzdem eine Art Superlebewesen bilden können. Black Goo, okay, und ein ganz ähnliches Phänomen oder ganz ähnliche Geschichte wurde ja auch in einer Enterprise-Folge vorweggenommen, Science-Fiction-Serie im Fernsehen mit Captain Kirk, wo es bei einer Folge auf einem fremden Planeten fanden sie da so einen schwarzen Ölfleck-Pool, ein kleines Teich von Öl, der ihnen dann auch ein Crewmitglied gekostet hat, das umgebracht hat und mit dem sie dann auch geredet haben und das menschliche Formen bilden konnte und so weiter. Also ein letztendlich intelligentes Öl, ganz ähnlich. Also tatsächlich so eine Art Lebewesen dass das solche Qualitäten erreichen kann. Ich sag mal, ich würde es fast erwarten, dass auch da die Evolution nicht stehen geblieben ist und irgendwas produziert hat. Nicht unbedingt, dass es boshaft ist, ne? Das ist dann die
Interpretation des Science-Fiction-Films, aber es wird auf jeden Fall fremdartig sein. Und die Verbindung zu EM bei diesem Ganzen, die gibt es nämlich auch noch, dass diese Biologie unter unseren Füßen, diese Biosphäre der heißen Tiefe, dass die aus Urmikroben besteht, wann immer man mal in heißen Quellen, in Tiefseesedimenten, in mehrere hundert Grad heißen Schichten Mikroorganismen findet, fördert, analysieren kann, stellt sich raus, die sind sehr ähnlich zu den Photosynthesebakterien, die wir im EM drin haben. Wir haben nämlich EM, unsere EM-Mischung, effektive Mikroorganismen, bestehen aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien. Das ist die drei wesentlichen Inhaltsstoffe gemeinsam vermehrt, in der gemeinsamen natürlichen Vermehrung mit Melasse und Wasser. Und diese Photosynthesebakterien, ne, wir sagen einfach so Photosynthesebakterien, wir erklären das jetzt nicht großartig näher, aber tatsächlich sind diese Photosynthesebakterien keine ganz normalen Bakterien. Das sind nicht grüne Algen oder Blaualgen, das sind Purpurbakterien, die haben einen Purpurfarbstoff. Purpur, nicht Schwefelbakterien heißen die. Und diese Mikroorganismen, die können alles Mögliche. Die können nur von Steinen leben, die können atmen, die können fermentieren, die können Photosynthese betreiben, die können die krassesten Giftstoffe abbauen, die haben ein riesen Genom, also im Vergleich zu anderen Bakterien haben sie ein gewaltiges Menge an genetischem Material, richtig Chromosomen im Bakterium drin, also ein Vielfaches, Hundertfaches der normalen genetischen Vielfalt, die ein typischer Mikroorganismus aufweist. Das bedeutet auch, der hat enorm viele Stoffwechselwege, enorm viele Fähigkeiten, Enzyme zu bilden und Stoffwechselwege zu machen. Und der Professor Higa hat es ja sogar vermutet, geschafft, diese Mikroorganismen über 1000 Grad Hitze auszusetzen oder ganz bestimmten Bedingungen, komplett anaerob, ohne jeden von Sauerstoff in dieser Keramik zum Teil in Ton eingebrannt und hat es geschafft, diese Mikroorganismen teilweise wiederzubeleben nach dieser Prozedur. Im Prinzip sind die tot, aber offensichtlich hat er es irgendwie geschafft, da sie teilweise oder ganz wiederzubeleben. Da gibt es in einem seiner Bücher im EM Salzbuch, meine ich, hat er das teilweise, also nur kleiner Paragraph im ganzen Buch, ne, den man normalerweise überlesen wird, aber wo dann bei mir die Augen aufgegangen sind, aha, das sind wirklich ganz seltsame Urmikroben, die wir da mit in das EM mit reinmachen, die alles Mögliche können, alles Mögliche überleben und die wahrscheinlich eine hohe Verwandtschaft zu diesen Urmikroben in der Erdkruste aufweisen, die unter den extremsten, ja für uns extreme Bedingungen, das ist, sagt Thomas Gold, das sind eigentlich, das ist das Urleben, so hat sich Leben entwickelt. Die extremen Bedingungen für Leben, das ist hier an der Erdoberfläche mit ständigem Sonnenlicht, das uns bombardiert und Strahlung mit ständigem Sauerstoffeinfluss, was ein extremes Gift ist für Mikroorganismen, mit diesen ständig wechselnden Temperaturen. Das sind extreme Bedingungen, da geht es in der Erdkruste viel geruhsamer zu, viel gleichmäßiger, ohne Sauerstoff, ohne Licht. Da kann man ganz viele Sachen machen, die man an der Erdoberfläche nicht machen kann. Ja, also selbst das EM, das hätten sie vielleicht nicht gedacht, dass diese Theorien von Thomas Gold zur abiotischen Ölentstehung, dass die am Ende einen vollen Kreis bilden und tatsächlich wieder zum Leben der Erde und zum EM, zu den effektiven Mikroorganismen zurückkehren, dass die durchaus einen Anklang daran haben. Ja, jetzt weiter mit den Vorstellungen der Theorien von Thomas Gold zu den Büchern Die Biosphäre der heißen Tiefe und Das Jahrtausend des Methans, das wird spannend. Kalk, Calciumcarbonat, besteht aus CO2, CO3, besteht aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Calcium.
Also wir haben Kohlenstoff da, wir haben Sauerstoff da, wir haben Wasser da, H2O, Wasserstoff. Und diese extremen Drücke und Temperaturen, dann bildet sich von alleine im chemischen Gleichgewicht, ganz von allein, wenn man einfach eine Reaktionskammer hat, diese Drücke und Temperaturen wie in 100 Kilometer Tiefe macht, dann bildet sich von alleine spontan Kohlenwasserstoffe, Öl und Methan. Ohne biologische Signatur, aber Öl und Methan. Das also auch, gerade wenn man jetzt die Plattentektonik ernst nimmt, dass Kalkablagerungen aus dem Meer in viele Kilometer Tiefe verlagert werden, zusammen feucht mit Wasser und allem Möglichen, dann ist es ganz sinnvoll anzunehmen, dass da unten daraus Methan und Öl entsteht und das blubbert dann eben nach oben. Okay, Thomas Gold nimmt an, dass Methan, dass es nicht im Wesentlichen Öl ist, was durch die... Das Problem ist, wie kommt das Öl nach oben? Und beziehungsweise das Methan nach oben, das Gas nach oben. Und der Punkt ist, Öl über hunderte und tausende Meter durch Gestein hindurch, das ist sehr, sehr schwierig. Thomas Gold nahm, also das ist einfach dadurch, dass es so flüssig ist und so, kann es kaum diese Strecken gewinnen. Da mag viel Öl in 100 und 1000 Kilometer Tiefe sein in der Erde, aber es wird kaum an die Oberfläche kommen, weil es kaum in der Lage ist, nach oben zu wandern. Was aber in der Lage ist, nach oben zu wandern, ist Methan, ist das Gas. Das Gas kann sich langsam an Störungen entlang, an Vulkanschloten entlang, an Erdbebenbrüchen entlang, kann es sich an plattentektonischen Brüchen entlang, kann es sich nach oben hangeln, kann es schließlich perlenkettenartig nach oben durchgegeben werden. Der Thomas Gold hat dann auch eine Theorie entwickelt, dass es eigentlich immer wieder Poren gibt in der Erdkruste und Festgestein. Poren, Festgestein, einfach weil sich immer wieder aus bestimmten Veränderungen bestimmter physikalischer Parameter immer wieder poröses Material ergibt, Festgestein ergibt. Das heißt, das Gas kommt immer durch irgendwelche Brüche, durch das Festgestein, dann kommt eine poröse Schicht, dann kommt das Festgestein, eine poröse Schicht und so kommt es stufenmäßig nach oben, dass man da Stufen an Methanaufwanderung hat. Ich merke schon, das wird ganz schön kompliziert. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Jetzt steigt also Methan durch porösen Untergrund von über 100 Kilometer und mehr aus der Erdkruste, aus dem Erdmantel nach oben. An die Erdoberfläche. Das ist der normale Weg, ne? Folgt das Gas diesen Weg. Und das sind Mengen, die da hoch diffundieren. Die ganze Zeit diffundiert durch die ganze Erdkruste, ganzen Erdmantel diffundiert. Und wir reden hier davon über hunderte Kilometer. Ne? Also das Normale ist, wir denken, Leben findet nur an der Erdoberfläche statt. Ne? Im Wesentlichen so, wie wir es kennen. Wir haben hier unsere dünne Atmosphärenschicht, die nur ein paar Kilometer hoch ist. Und im Wesentlichen spielt sich eigentlich das Leben auf der Erde in den ersten, seien wir großzügig, 40 Metern ab. Wenn es denn Wälder sind, ne, lass die Wälder mal 100 Meter hoch sein, im allerhöchsten Fall. Aber im Wesentlichen haben wir, sage ich mal, 40 Meter nach oben bei Wäldern und vielleicht 10 Meter nach unten bei den Wurzeln im Schnitt. Es sei denn, es ist ein Wüstenboden und die müssen tiefer buddeln für das Wasser. Aber im Wesentlichen, sagen wir mal, 10 Meter tief, 40 Meter hoch, 50 Meter in dieser Schicht spielt sich das Leben auf der Erde ab. Auch für die Dicke, die Mächtigkeit der Erdkugel, eine verschwindend geringe, dünne Schicht, in der Lebendigkeit stattfindet, so wie wir sie kennen, das Leben sich abspielt, so wie wir sie kennen. Die Ozeane sind natürlich tiefer, okay, die sind 3-4 Kilometer tief, Seen auch schon mal ein bisschen tiefer, da mag das dann das Leben sich schon mal ein bisschen weiter erstrecken, gut. Aber was ist eigentlich mit der ganzen Erdkruste, mit dem Erdmantel? Und die Theorie von Thomas Gold ist, in der Biosphäre der heißen Tiefe führt er das aus, dass es in der gesamten Erdkruste, im gesamten Erdmantel zum Teil,
Methan aufsteigt und dass dieses Methan von Mikroorganismen als Lebensquelle genutzt wird, als Energiequelle genutzt wird, die im Gestein sitzen, in den Poren vom Gestein. Das diffundiert quasi durch die Gesteinsporen nach oben. Man sitzt da quasi als Mikroorganismus auf irgendeinem Stein. Ständig kommt irgendwie Methan vorbei und die Mikroorganismen haben ein paar Mineralien von dem Stein und eine Oberfläche zum Sitzen und dann kommt das Methan vorbei und sie nehmen das Methan und verbinden das zu Ethan, zu Propan. Also die verketten die Methanmoleküle. Methan ist CH4, C, 4 mal H. Organische Chemie muss man nur bis 4 zählen können. Kohlenstoff, 1, 2, 3, 4, Wasserstoff. Dann verketten die zwei Kohlenstoffmoleküle zusammen. C, C, haben wir C und zack, 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 6 mal Wasserstoff. Und dann die Verbindung. Dann drei Moleküle, Propan, vier Moleküle, Butan. Sprich, Biologie, die Mikroorganismen können Energie daraus ziehen, dass sie unter diesen Druck- und Temperaturverhältnissen Methan verketten. Daraus können sie Energie ziehen. Der Wasserstoff, der dabei frei wird, könnte zum Teil zum Aufbau ihrer eigenen Biologie benutzen, beziehungsweise der wird ausgegast. Wasserstoff steigt noch leichter nach oben, deswegen findet man oft auch Wasserstoff, der mitunter nach oben steigt. Und davon leben die. Die leben davon, dass sie quasi Stein und Methan fressen und brauchen keinen Sauerstoff, leben unter gewaltigen Drücken und Temperaturen, 500 Grad, 1000 Grad, unter Drücken, wie sie in der tiefsten Tiefsee nicht vorhanden sind, 100 Mal solche hohen Drücke wie in der tiefsten Tiefsee. Bedingungen, die wir noch nicht mal anfangen überhaupt zu verstehen bzw. herstellen zu können. Wenn wir aus diesen Tiefen irgendwelche Sachen hochholen, die Mikroorganismen sterben, wenn sie zu kalt werden bzw. zu geringe Drücke haben, dann gehen die einfach kaputt, sterben wir. Können dann nichts nachweisen irgendwie an Biologie. Müsste man extremen Aufwand betreiben, um diese Mikroorganismen aus diesen Tiefen hochzuholen und hier tatsächlich als Mikroorganismus, als lebendiges Wesen nachzuweisen. Aber jetzt wird es interessant. Also Methan steigt auf, Mikroorganismen in der Erdkruste, überall verteilt in den Poren, über hunderte Kilometer in der Erdkruste, also nicht nur ein paar 50 Meter wie bei uns auf der Erdoberfläche, nein, über hunderte Kilometer finden wir verteilte Biologie, die Methan verkettet zu Öl, zu Methanol, Ethanol, Ethan, zu längerkettigen Kohlenwasserstoffen und daraus ihre Energie zieht. Und dabei auch biologische Fingerabdruck hinterlässt. Deswegen sieht Öl so biologisch aus, weil es biologisch entstanden ist, aus Methan. Aus dem Methan, was durch die Erdkruste hochsteigt, und was von Mikroorganismen auf diesem Weg umgewandelt wurde zu Öl, zu längerkettigen Kohlenwasserstoffen. Deswegen sieht das so biologisch aus. Und das war hoffentlich eine Offenbarung für Sie. Aha. Öl ist abiotisch, es gibt es überall im Kosmos, auch auf der Erde, Teil der Urerde. Methan ist das Einzige, was mobil ist, das steigt aus der Erdkruste, aus den hunderten Kilometer Erdmantel, langsam, aber konstant nach oben. Auf diesem Weg füttert es über hunderte Kilometer eine Biologie, eine Mikrobiologie, die sich in den Poren dieser Gesteinsformation angesiedelt hat und dort immer wieder mit Methan und Nährstoffen in Kontakt kommt und dadurch eine Biologie entwickelt. Und deswegen sieht das Öl biologisch aus. Und jetzt, weil ich das Buch leider nicht mehr gefunden habe, weil meine Kinder das verlegt haben, habe ich jetzt nicht die genaue Größenordnung, aber der Punkt ist, ein Vielfaches
Also rein abgeschätzt von Thomas Gold, welche Menge an Biomasse wir, also an lebendigen Organismen, wir in der Erdkruste haben, in den ersten 100 Kilometern Erdkruste, Erdmantel. Was haben wir da für eine Menge an Biologie? Wie viel Kilogramm biologisches Material pro Quadratmeter verbirgt sich denn in diesen 100 Kilometern nach unten? Und der Punkt ist, ein Vielfaches, ich glaube es waren ein Hundertfaches und mehr, der biologischen Masse ist unter ihren Füßen als über ihrem Kopf im Sinne von Wäldern oder als Boden und so weiter. Boden, Wurzeln, Pflanzen, Tiere machen ein Hundertstel oder noch weniger Tausendstel der Biologie aus, die auf der Erde existiert, die wir noch nicht mal gewusst haben, dass sie existiert, weil sie so tief und so fremdartig unter unseren Füßen ihre Arbeit leistet. Die Mikroorganismen, die davon leben, dass Gase und Methan vor allen Dingen aus der Erdkruste nach oben aufsteigt und die dort über hunderte Kilometer in Poren sitzen und biologisch aktiv sind. Also selbst wenn die Erde auf der Erdoberfläche durch irgendwelche Prozesse komplett zerstört werden würde, in der Tiefe, diese Biologie ist nicht zerstörbar. Die wird hier noch sehr, sehr lange aktiv sein. Und das ist definitiv auch eine Biologie, die in vielen anderen Himmelskörpern da ist und aktiv ist, die ja genauso aus Kohlenwasserstoffen aufgebaut sind, wo Methan aufsteigt. Und das ist letztendlich die Quelle des Öls auf der Erde. Mikroorganismen, die wir noch nicht mal kennen, die wir nicht züchten können, die wir, weil die unter hunderten Grad und unendlich hohen Drücken nur existieren können, bei extrem gleichmäßigen Bedingungen natürlich, ne, da ändert sich, wahrscheinlich sterben die schon, wenn das ein Grad wärmer wird, wenn es nicht 500 Grad, sondern 501 Grad hat oder ein Grad kälter wird, 499 Grad statt 500 Grad, weil die Temperaturen dann natürlich über die Äonen extrem stabil sind in 30 Kilometer Tiefe. Da ändert sich einfach nichts. Das braucht ewig, ewig lange, bevor da mal eine kleine Temperaturänderung ist. Also diese Mikroorganismen sind extrem sensibel gegen Änderungen der Umwelteinflüsse, in dem Sinne, dass wir, nicht, dass wir die jetzt schützen müssen, aber wenn wir sie versuchen zu kultivieren, hochzubringen, wir werden diese Mikroorganismen in absehbarer Zeit, es gibt Forschungsprojekte, aber es ist extrem schwierig, aus diesen tiefen Mikroorganismen hochzuholen und zu kultivieren. Aber es gibt Nachweise tatsächlich inzwischen bei 400 Grad in der Tiefsee, im Sediment der Tiefsee, dass da in der Nähe von vulkanischen Quellen, dass man da biologisches Material, Mikroorganismen gefunden hat. Also definitiv bei diesen Temperaturen weiß man schon, noch nicht ganz so hohe, wie dann tiefer in der Erdkruste sind, aber ja, man weiß schon, nicht nur bis 60 Grad gibt es Mikroorganismen oder 100 Grad, nein. Wenn die Drücke und die Temperaturen, wenn die Drücke stimmen, wenn richtig hohe Drücke wie in dem Erdmantel haben, dann können Mikroorganismen auch bis zig Kilometer Tiefe existieren und unter extrem hohen Temperaturen, hunderte und tausende Grad heiß, können Mikroorganismen, naja, also hunderte Grad, ich weiß nicht, ob ein paar tausend Grad auch noch, aber mehrere hundert Grad können die existieren. Völlig außerhalb jeder Wahrnehmung der herrschenden Wissenschaft bzw. der Naturwissenschaftler, der Mainstreams der Naturwissenschaften aktuell. Okay, das heißt, ich habe sie also heute in Kontakt gebracht damit, was unter ihren Füßen ist, worauf sie stehen, wovon sie letztendlich auch abhängen. Denn die werden natürlich nicht nur Methan und Öl machen, diese Mikroorganismen, sondern werden auch noch ganz viele andere Prozesse und eine große Rolle spielen für die Erde. Und Vermutung ist natürlich, dass das höhere Leben bzw. das Leben auf der Erdoberfläche letztendlich nur eine Folgeentwicklung dieser Tiefenbiologie ist. Die Tiefenbiologie gab es quasi zuerst und dann kam erst die Oberflächenbiologie.
wir, die uns die letztendlich aus diesen Organismen gewisserweise auch entwickelt haben, die richtigen Urmikroben da unten. Das sind die Originalen, beziehungsweise die Alten, die halten diesen Planeten am Laufen sozusagen. Das ist das eine, was Sie im Kopf behalten sollten. Das zweite ist, Öl entsteht nicht durch Algenablagerungen durch alte Meere, sondern entsteht, weil es Teil der Erdkruste ist und durch Biologie in der Erdkruste in der Form, wie wir es kennen, erst geschaffen wird. Aber Methan blubbert überall raus. Das ist das, dass der Grundstoff und aus dem Methan macht diese Biologie, der heißt die Biosphäre der heißen Tiefe, macht daraus das Öl. Und wahrscheinlich nicht nur das Öl, sondern unter ganz bestimmten Verhältnissen auch die Steinkohle. Steinkohle ist so sauber, so voller Kohlenstoff, so geringe Anteile an Wasserstoff und anderen Mineralien, Schwefel und irgendwas, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass das tatsächlich biologisch entstanden sein soll. Dass das Ablagerungen von Bäumen sind, die sich überformt haben, sedimentiert wurden, dann ist erstmal Braunkohle entstanden und dann noch nochmal so und so viel höheren Drücken. Aber Braunkohle ist richtig dreckige Kohle, da ist Zeugs drin ohne Ende. Wie soll denn aus der Braunkohle die extrem saubere Steinkohle entstehen, wo fast 99% Kohlenstoff drin ist? Da ist nichts bei den besten Steinkohlen. Da ist nahezu keine Beimengung an anderen Materialien mehr drin. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger ein versteinertes Öl. Dann sind die Mikroorganismen noch einen Schritt weiter gegangen oder die Erdprozesse haben das unter entsprechenden Temperaturen und Drücken geschafft, da alles rauszugasen, beziehungsweise die Mikroorganismen haben das so extrem verkettet, dass daraus sogar Steinkohle entstanden ist. Nicht nur, das ist der gleiche Prozess, ne? Das machen die Ketten einfach länger, dann entsteht dann eben an irgendeinem Punkt nahezu wasserstofffreie Kohlenstoff. Also auch Steinkohle. Bei Braunkohle ist das ein bisschen nicht ganz, also bei Steinkohle ist es ziemlich eindeutig zu sagen, das ist auch so entstanden. Jawohl, Steinkohle ist auch abiotisch entstanden letztendlich, sprich aus der Erdkruste, aus dem Kohlenstoffmaterial der Erdkruste. Das ist nicht, ist ja auch unendlich Vorkommen an Steinkohle, die sich in diesen Mächtigkeiten und in den biologischen Waldschichten, die da über die Jahrmillionen hätten, also das ist nicht vorstellbar, wie die das hätten produzieren sollen. Die Mengen an Steinkohle, die wir mit unter 1000 Meter mächtig und mehr in der Erde finden, mein Gott, wie sollen die biologisch nach und nach übereinander entstanden sein? Das ist auch in diesen extremen Zeiträumen, die da zugrunde gelegt werden, nicht nachvollziehbar. Und man findet auch so Sachen wie Baumstämme, die quer durch eine Kohlenschicht gehen, ne? Und auf der einen Seite rausgucken. Und aus den Baumstämmen soll die Kohle entstanden sein, wenn rundherum perfekte Kohle ist und dann ist da plötzlich ein Baumstamm drin. Naja, egal. Also auch Steinkohle ist wahrscheinlich abiotisch entstanden. Aber Methan. Und deswegen das Jahrtausend des Methans, jetzt wird es nochmal spannend sozusagen, das Jahrtausend des Methans. Wir haben also Öl wahrscheinlich so viel wir wollen, aber vor allen Dingen haben wir Gas so viel wir wollen. Wenn wir tiefer bohren, finden wir unter jeder Ölquelle die Gasquelle, denn das Gas hat das Öl produziert. Wir finden unter Steinkohle finden wir Öl, unter Öl finden wir Gas. Das ist die typische Abfolge. Man muss einfach nur tiefer bohren. Und da die Bohrungen immer besser werden, könnte das auch. Also selbst in Deutschland, wenn wir unter die Steinkohle bohren würden, würden wir Öl finden. Wenn wir unter Ölvorquellen bohren, finden wir Gas. Und an manchen Orten kommt das Gas eben so zur Erdoberfläche, wie an vielen Orten in den weiten Sibiriens, Russlands und aber auch in der Nordsee, wo es dann Schlammvulkane gibt und Gas regelmäßig ausgast. Und das Gas ist natürlich ein eleganter Stoff. Also Öl ist elegant, weil man es fördern kann, in Fässer füllen kann oder sonst wie umpumpen kann und fertig. Und dann kann man es ohne große Probleme transportieren. Gas ist ein bisschen schwieriger. Das muss man erstmal richtig auffangen, beziehungsweise die richtige Gasblase irgendwo anbohren. Und da kann man es nicht einfach
rauspumpen, sondern man muss eben gucken, dass es einem nicht einfach abpfeift in die Atmosphäre. Und braucht man so wie Nord Stream hier bei uns durch Mecklenburg, wo ich ja fast jeden Tag dran vorbeifahre, an den Nord Stream verbuddelten Gas Pipelines, den Gasrohren, wo aus Russland über die Ostsee und dann Anlandung hier in Mecklenburg und dann quer durch Mecklenburg, damit es weiter in den Westen kommt, das Gas aus Russland kommt. Da muss, das ist natürlich schon eine Infrastruktur, die man braucht und eine Technik und so weiter, um das Gas so zu transportieren. Oder Flüssiggas, was eben aufwendig ist und auch technische Voraussetzungen braucht. Aber das ganz normale Gas durch die Rohrleitung, das ist schon eine Herausforderung, das technisch zu leisten, dass man das auffängt, richtig anbohrt, sodass es nicht verloren geht, auffängt, leitet, zum Kunden bringt, dass der das dann, ne, über Erdgasleitungen, über Flüssiggastanks, über Erdgasautos mit den entsprechenden Drucktanks. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Komplizierter als bei Öl und Benzin und Diesel. Aber dafür hat Gas den Vorteil, dass es wirklich, wirklich, wirklich unendlich zur Verfügung steht. Also wir haben Gas. Vorkommen, wenn wir da einfach nur mal an den richtigen Stellen bohren, beziehungsweise die Technik verfeinern, wie wir das auffangen und ableiten. Ja, wie gesagt, 500 Millionen Jahre nach jetzigen Verbrauchswerten, kompletter Energiebedarf der Menschheit, das wird nicht alle. Gas hat den Vorteil, dass es extrem sauber verbrennen kann. Also Diesel und Benzin ist deutlich schwieriger zu verbrennen, weil man muss dieses Diesel und Benzin erstmal quasi vergasen. Man muss es erstmal, ne, im Vergaser oder Diesel mit dem Einspritzen, dass man es möglichst fein vernebelt. Man muss es quasi erstmal vergasen und dann kann man es verbrennen. Und das Gas ist schon Gas. Methan ist ja ein Gas, ist perfekt verteilt, kann wunderbar mit den Sauerstoffmolekülen gemischt, gemeinsam verbrennen. Und da gibt es dann keinen Ruß, wenn man es, das ist relativ leicht, dass man da kein Kohlenmonoxid, kein Ruß, kein Stickoxide produziert bei dieser Verbrennung. Da kann man also ohne großen technischen Aufwand, tausende Abgasreinigungen, Katalysatoren, Spezialmotoren, brauchst du alles nicht. Bei Gasmotoren bzw. Gasverbrennung ist es sehr einfach möglich, außer CO2 und Wasser praktisch nichts zu produzieren. Also das ist technisch sehr leicht im Gegensatz zu der Verbrennung von Benzin und Diesel, da muss man schon, um sehr abgasarme Motoren, die wenig Ruß und wenig Stickoxide und Kohlenmonoxide produzieren, muss man schon ganz schöne technische Klimmzüge machen, damit man die Dinger auch durch die Stadt fahren lassen kann, ohne dass sie alles verpesten. Gasautos musst du so gut wie nichts machen. Einfach nur verbrennen. Ein paar richtige Einstellungen, fertig aus. Ne? Kein Katalysator, keine Spezialventile, keine super Mehrfacheinspritzung, was weiß ich, Gas reinleiten, mit Sauerstoff mischen, also mit Luft mischen, zünden, fertig. Ne? So, und das gilt auch für Gasheizungen und so. Also das ist ein extrem sauberer Brennstoff. Er produziert relativ wenig CO2. Ne? Die meiste CO2 pro Energieeinheit produziert Steinkohle. Klar, besteht ja nur aus Kohlenstoff. Wenn das verbrennt, haben wir ganz viel CO2. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein Problem ist, CO2 in der Atmosphäre. Ich habe schon in einem Video, gucken Sie mal bei meinen Videos unter Begrünung der Erde, CO2 drängt die Wüsten zurück auf der Erde. Dass CO2, mehr CO2 in der Atmosphäre wahrscheinlich sehr gut ist für die Biologie und für das Klima der Erde. Gerade auch um Wüsten zu begrünen, um bessere Photosynthese bei den Pflanzen zu ermöglichen. Aber selbst wenn man von der Prämisse ausgeht, dass CO2 ein Problem wäre, dann wäre der mit Abstand effektivste Weg, um CO2 einzusparen, Gaskraftwerke und Umstellung des Verkehrs auf Gas und mit Gas heizen. Weil Gas quasi nur die Hälfte des CO2 produziert pro Energieeinheit als Öl und als sowieso als Steinkohle oder Kohle.
Sprich, mit relativ geringen Kosten oder mit gar keinen Kosten, und man hätte eine sehr viel bessere Luft, weil man praktisch keine wesentlichen Abgase mehr hat, keine giftigen Abgase mehr hat, nur noch CO2 und Wasser aus dem Schornstein kommt. Und man hat eben diese geringere Kohlendioxidanfall dabei. Wenn wir die Milliarden, die zig Milliarden, die ja sind inzwischen hunderte Milliarden, schon bei 1000 Milliarden, hunderte Milliarden, die wir in die erneuerbaren Energien, Windkraft und Solar und dergleichen mehr, Biogas, oh mein Gott, Biogas, was für eine absurde Geschichte. Biotreibstoff, da mache ich nochmal ein extra Video zu, wie fossile Brennstoffe und unsere Wälder und unsere Umwelt gerettet haben. Speziell Biotreibstoffe sind der völlige Wahnsinn. Aber wenn wir unsere Gelder nicht da rein investiert hätten, sondern darin, dass wir die Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke ersetzen, dass wir gucken, dass wir das Gas entsprechend aus der Erde holen. Man kann Gas auch quasi narbenfrei aus der Erde holen. Da braucht man eine kleine Bohrung an der richtigen Stelle. Das Fracking ist überhaupt nicht nötig. Also Fracking ist schon eine Variante, aber wenn man an die richtigen Stellen bohrt mit dieser abiotischen Öl- und Gastheorie, dann weiß man von vornherein, wo Gas ist, nämlich unter den Öllagerstätten, unter den Kohlelagerstätten. Da, wo es sich eben sammeln kann unter bestimmten Schichten, da kann man auch in 5000 und 6000 und 10.000 Meter Tiefe Gas finden und sehr leicht hochleiten, und da muss man nicht unbedingt tracken. Was auch nicht so ein Riesenproblem ist, wenn man es richtig macht und in ein paar tausend Meter Tiefe trackt, ist es auch nicht Katastrophe. Aber gar nicht nötig, man muss einfach nur tief genug an den richtigen Stellen bohren und dann hat man sein Methan. Und das könnte man sogar auch in Deutschland machen. Und das ist eine Bohrung, da steht ein Haus, da hat irgendwo mal jemand gebohrt, da steht ein Haus, ein Rohr und fertig und das war's. Was für eine Umweltzerstörung ist dagegen der Braunkohleabbau in Brandenburg, der Steinkohleabbau, wo man ganze Berge wegsprengt, immer noch nicht so schlimm wie Biogas und Biotreibstoffe, aber da wird doch richtig Erde bewegt und richtig Erdoberfläche zerstört, wenn sie eine Bohrung machen und aus der Tiefe ein bisschen Methan hochholen. Das interessiert die Biologie der Erde, also auch die Oberflächen uns hier oben. Da haben sie so gut wie praktisch keinerlei Beeinflussung. Wenn man das mit entsprechenden Auflagen verbindet, ist das auch in der Gewinnung praktisch komplett umweltbelastungsfrei. So, und das ist der Grund, warum der Thomas Gold das Jahrtausend des Methans ausgerufen hat in einem Buch, das er in den 1990er Jahren geschrieben hat. Das Jahrtausend des Methans. Erstens, wir haben es ohne Ende, wenn wir an den richtigen Stellen bohren. Zweitens, es verbrennt super sauber. Wir können damit ohne Probleme, ohne Katalysator, ohne hochgezüchtete Motoren durch die Städte fahren mit dem Gas. Und drittens, oder unsere Städte damit heizen. Und drittens, bei der Gewinnung von Gas gibt es praktisch, wenn man es richtig macht, keinerlei Umweltbelastung, keine Umweltzerstörung. Man hat ein Bohrloch, ist minimal im Vergleich zu allem anderen, was man machen kann, geschweige denn Biogas und Biotreibstoffe und Windräder, die richtig Flächen verbrauchen und richtig Biologie zerstören, ist eine kleine Bohrung, die man irgendwo mal runtersetzt, lächerlich. Um Größenordnung geringer in den Umwelteinflüssen. Werden wir denn jetzt in ein Jahrtausend des Methans eingehen? Werden wir anfangen, ohne Ende Methan zu verbrennen? Diese unerschöpfliche Ressource, die uns in der Erdkruste zur Verfügung steht, zu nutzen? Sagen wir so, der Ölpreis fällt und ist niedrig und bleibt auch niedrig, weil das Zeug überall aus der Erde blubbert, beziehungsweise so viele potenzielle Vorkommen vorhanden sind und die Ölfirmen nur sagt, bleibt uns von Leib, wir wollen keine mehr Vorkommen, weil sonst fällt der Preis noch weiter. Zeigt also schon, wir werden schon noch eine Weile auf Öl und Gas bleiben, weil es einfach das Billigste ist.
beziehungsweise findet eine Umschichtung zu Gas statt? Naja, ein Stück weit schon. Geht es weg von Kohle und Öl hin zu Gas, auf jeden Fall. Ne? Nord Stream, die Russen wollen jetzt mit Gerhard Schröder und Nord Stream Pipeline die nochmal verdoppeln. Ne? Die pumpt schon auf, weiß nicht, 70% Kapazität, das, was sie jetzt verlegt haben, zwei Riesenrohre. Und da wollen sie nochmal zwei Riesenrohre daneben legen, sodass sie da vier liegen haben. Und durch die Rohre können sie ganz Europa mit Energie versorgen. Am Ende. Also die Russen haben da schon den Plan, uns bzw. ganz Europa damit mit Gas zu versorgen durch die entsprechenden Varianten der möglichen Pipelines, die sie da legen können. Aber selbst das wäre nicht unbedingt nötig, weil warum sollten wir uns da, also gut, die Russen wissen, wie es geht, die können bohren und die wissen, wo sie bohren müssen. Und auch ohne Fracking können sie da sehr günstig dieses Gas fördern in der sibirischen Weite oder wo immer sie da die Bohrung runtergesetzt haben, überwiegend in Sibirien. Aber mit der richtigen Fördertechnik und Gastechnik, das können wir auch in Deutschland, das können wir auch in der Nordsee, das können wir auch hier machen. Werden wir es machen, ja, hängt davon ab. Wenn wir es billiger und billig aus Russland bekommen und die da einfach den technologischen und entsprechenden Vorsprung haben, naja, gut, dann ist die Pipeline, dann hat man eben eine Pipeline, die durch die Welt geht, okay, dann hat man sein Gas. Ehrlich gesagt sehe ich allerdings auch das Hinausgreifen, selbst über diese Gastechnologie, also definitiv Biogas, Biotreibstoffe, Biodiesel, oh mein Gott, Ethanol, Bioethanol, Katastrophe, wollen wir nicht überreden, das ist eine Eintagsfliege, wo die Politik massiv Umwelt zerstört, Menschenleben vernichtet, wofür die alle in den Knast gehören. Was sie da gemacht haben, um Lobbygruppen zu befriedigen. Das wird eine Eintagsfliege sein, sobald da die Subvention ein bisschen runtergeht, sind die Dinge alle dicht stillgelegt. Sowohl die Biogas-Sachen, als auch die Solar- und Windfarmen, weil mit diesem unregelmäßigen Strom von den Solar- und Windfarmen, den nehmen die Energiekonzerne, wenn sie es nicht müssten, noch nicht mal geschenkt. Und das wird sich ja nicht ändern. Er bleibt unregelmäßig und steht. Und die Versuche, ihn zu speichern, das ist deutlich teurer, Energie zu speichern, als einfach on-demand herzustellen, zum Beispiel mit dem Gaskraftwerk. Das sind die effizientesten und saubersten und am schnellsten regelbaren Kraftwerke, die es gibt, die Gaskraftwerke. Und sobald die Förderung für Windstrom und Solar aufhört, ist es vorbei. Werden die Dinger sofort abgeschaltet. Die Solarzellen kann man noch verkaufen, weil die hat man vielleicht mal selber gerne auf dem Dach oder irgendwo in nicht gut erreichbaren Gegenden auf der Welt, wo es noch keine zuverlässigen Stromleitungen oder so hingibt, da ist Solar durchaus eine Alternative. Windräder sind einfach absurd, auch in ihrer Landschaftszerstörung. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich träume eigentlich davon, nur so als kleine Nebennote, wie gesagt, das Jahrtausend des Methans. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich das Jahrtausend des Methans kommt. Eigentlich müsste es jetzt kommen, das wäre der nächste technologische Schritt, wenn man denn einen gleichmäßigen technologischen Schritt hätte. Ich vermute, wir werden das Jahrtausend des Methans überspringen und gleich in eine Art freie Energiewirtschaft übergehen, in relativ wenigen Jahren, Jahrzehnten. So wie Tesla das schon vorgearbeitet hat, so wie es mit der kalten Fusion schon offensichtlich ist, dass es dort Energiequellen gibt, die uns quasi noch freier, noch kostenloser versorgen können als das Methan, was aus der Erde blubbert, ohne jegliche Belastung der Atmosphäre, ohne irgendwelche, noch nicht mal CO2 und Wasser, was dann dabei rauskommt. Ich denke mal, diese Nutzung der freien Raumenergie bzw. der kalten Fusion, lesen Sie sich mal ein paar Artikel dazu durch, das Zeug ist nachgewiesen, es funktioniert, es ist vielleicht noch nicht zuverlässig, aber das Prinzip ist definitiv da und es wird sehr viel, sehr viel, sehr viel einfacher sein als die heiße Fusion, die immer gerade noch 50 Jahre entfernt ist. Dann werden wir definitiv heiße Fusion haben. Seit 50 Jahren forschen wir ja schon daran. Aber es heißt immer nur noch, in 5 bis 10 Jahren haben wir das geschafft. Ne? Wenn sie nicht schaffen, da sind die technologischen Hürden zu hoch, beziehungsweise sie haben den Prozess wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden.
Die kalte Fusion ist etwas, was demonstriert ist, was funktioniert, was zum Beispiel eine Variante ist, um quasi ohne Einsatz von, nahezu ohne Einsatz von Material, ohne Abgase, ohne Verseuchung von irgendwas Energie herzustellen, Energie umzuwandeln zu bekommen. Und da sehe ich eigentlich auch letztendlich eine große Zukunft. Und sobald wir uns von diesen Ketten dieser politisch-ökonomischen falschen biotischen Öltheorie getrennt haben, sobald wir das akzeptiert haben, dass Öl nicht biologisch ist und dass diese freien Energien durchaus eine Variante der Versorgung sind, naja, warum sollte man dann noch Methan machen, dann wird man die freie Energie nehmen. Aber das ist ein Thema, wo ich mich nicht ganz so tief drin auskenne wie mit dem Methan. Definitiv das Methan, selbst wenn alles mit freier Energie und kalter Fusion nicht funktioniert, das Methan kann uns auf Jahrtausende und Jahrzigtausende ohne Umweltschäden versorgen mit Energie. Und wir würden dabei nur das tun, was wir sowieso tun, was die Erde sowieso tut, nämlich Methan nach oben ausgasen. Ja, eine weitere Katastrophe, die nicht eintreten wird. Die Bevölkerung ist nicht zu viel auf der Erde und geht schon ins Ende des Wachstums über. 2050 wird das Ende des Wachstums bei 9 bis 10 Milliarden Menschen erreicht haben. Die Erde wird nicht untergehen, weil zu viel CO2 in der Atmosphäre ist. Nein, im Gegenteil, sie scheint dadurch grüner und vitaler zu werden. Und die Biologie wird dadurch besser. Und die Erde wird auch nicht, oder die Zivilisation wird auch nicht untergehen, weil wir nicht genug Öl oder Gas haben. Nein, wir haben so viel davon, dass wir nicht wissen, wohin damit. Und wenn wir es an den richtigen Stellen ausbohren, dann können wir das auf unbestimmte Zeit uns damit versorgen. In diesem Sinne, Begrünung der Erde und vielleicht nicht sogar nur der Erde, sondern auch der tiefen Biologie, die wir, wenn wir die näher verstehen, vielleicht noch ganz andere Sachen machen können und manipulieren können und begrünen können. Ich sage herzlichen Dank, bis nächste Woche und dann wieder ein EM- bzw. Terra Preta-Thema. Tschüss!